Während meines Deutschlandtrips habe ich mich mal auf den Weg gemacht ins nahegelegene IKEA in Kassel, um dort die kostenlose Lademöglichkeit für Elektroautos zu testen. Auto einfach anstöpseln und schon startet der Ladevorgang. So, im Auto sagt er mir, ich bekomme 12, 13 kW. 82 Kilometer pro Stunde. Dann schauen wir doch mal. Er würde jetzt 50 Minuten brauchen zum Vollladen. Aber Vollladen brauche ich ja nicht. Deswegen werde ich das Limit mal auf 90% runtersetzen. So. Dann sind es noch 25 Minuten. Insgesamt gibt es zwei Ladesäulen in Kassel beim IKEA und man muss in einen Bereich reinfahren, wo man vorher klingeln muss und dann geht die Schranke auf. Die Ladesäulen am IKEA in Kassel befinden sich in direkter Nähe zum Ein- und Ausgang, also kurzer Weg, falls man im IKEA was kaufen möchte. Es war großer Andrang, als ich dort getestet habe zu laden. Hier sind gerade 3 von 4 Plätzen besetzt, aber der 4. Platz war kurze Zeit später auch besetzt. So, jetzt stehe ich hier genau 20 Minuten am Laden, habe 30 Kilometer bekommen, hat sich bei 12 kW eingependelt. Ja, also das funktioniert hier ziemlich problemfrei bei IKEA zu laden. Stecker rein, Start drücken und los geht's. Und dann kann man sich, wenn man im IKEA seine Runden dreht, das Auto wieder vollladen. Oder man trinkt hier eine Cola oder holt sich ein Eis oder einen Hotdog für günstig Geld. Ja, also IKEA, toller Service und funktioniert einwandfrei.